Herzlichen Glückwunsch fürs Einschalten von Giga The Show in der 23-Uhr-Stunde, denn das ist ja, wie wir wissen, die beste von allen. Absolut. Ja, wir heben uns das Beste mal für den Schluss auf und deswegen klotzen wir jetzt da dürfen wir ja auch. Genau. Ab 23 Uhr darf man ja im Fernsehen alles den ganzen Schabernack machen, ja, den man normalerweise nicht machen darf. Ne? Deshalb sitzt zum Beispiel, was ihr nicht seht, Nils Bomhoff nackt untenrum unterm Tisch. Ich sitze immer nackt unterm Tisch, nur jetzt ist die Webcam unterm Tisch auch aktiviert. Könnt ihr unter www.etienne-gardets-fantasies.com im Premium-Bereich, ne? Könnt ihr euch die angucken. So, Premium-Bereich ist ja für viele Leute nicht unbedingt das reale Leben, sondern eher das virtuelle, denn da kann man ja Einfluss nehmen, ne? Da kann man ja gewisse Dinge, die vielleicht so in echt nicht ganz so laufen, ändern. Ich zum Beispiel laufe virtuell gerne mit dicken Schulterpolstern rum. In der Realität läuft das nicht so, ne? Und deswegen kann ich verstehen, wenn der ein oder andere da einen Anreiz findet, sich in so einer Welt, wie sie WoW zum Beispiel bietet, zu verlieren. Ihr habt auch fleißig darüber diskutiert bei uns auf der Seite, auch im Artikel, unglaublich viele Comments. Einer, der mit euch zusammen diskutiert hat, das ist der gute Moritz Schild in der Community, besser bekannt als HTM 2005. Und ich darf Moritz jetzt bei uns am Telefon begrüßen. Schönen guten Abend. Hallo Nils. Hallo Moritz. Du hast ja uns einen Text geschrieben, wo du gesagt hast, okay, du könntest dich in so Fantasy-Welten, wo es eben um Orks, Magier, Elfen und so weiter geht, nicht so wirklich verlieren. Aber du siehst trotzdem eine Gefahr darin. Welche ist das? Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt zum Beispiel im wirklichen Leben vielleicht nicht ganz so viel Anerkennung finden, gibt es ja so einige, irgendwelche kleinen, schmächtigen Jungs oder so weiter, die dann irgendwie einen Reiz finden in solchen Spielen. Ja, im wirklichen Leben sind sie nicht wirklich anerkannt und in solchen Spielen sind sie dann der King. Weil sie können sich einen Charakter erstellen, der auf einmal groß ist, gut aussieht, halt das Gegenteil von ihnen selber. Aha. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich einen sehr großen Reiz für diese Leute ausmacht und dass sie sich dann wirklich aus dem normalen Leben wirklich zurückziehen. Mhm. Glaubst du, dass sich das dann nur auf Leute beschränkt, die vielleicht hier und da ein gewisses Handicap in einigen Bereichen haben oder da irgendwie nicht dementsprechend, was so das gesellschaftliche Optimum ist. Glaubst du, dass es nur Leute sind, du hast gerade gesagt, schmächtig und so, die vielleicht dann da nicht zu den Besten gehören in diesen Kategorien? Oder glaubst du, dass es auch für andere Leute, die jetzt, sagen wir mal, in deinen Augen gut aussehend, stark und so weiter sind, glaubst du, dass die da auch irgendwie Probleme mitbekommen können? Also ich denke, für diese Leute, die ich eben meinte, für die ist das wahrscheinlicher, dass sie sich darin verlieren. Andere Leute, die jetzt sag ich jetzt mal gut aussehen, die haben für ein stärkeres soziales Umfeld, mehr Freunde, machen mehr mit denen. Da ist das wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal. Also es passiert natürlich auch, dass sie sich drin verlieren. Aber ich würde sagen, da ist es nicht ganz so wahrscheinlich. Wenn man viele Freunde hat und Hobbys und ganz viel mit anderen Leuten unternimmt, dann weiß nicht, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz so wahrscheinlich. Also ist es für dich dann ja in erster Linie eine Flucht? Also du sagst, wenn man quasi in der Gesellschaft nicht so diese Akzeptanz findet und nicht quasi so ausgefüllt wird mit Gegenliebe von auf welche Art auch immer, dann flüchtet man sich in diese Welten. Das ist ja per se eigentlich eher was Negatives. Siehst du das komplett als was eher Schlechtes oder gewinnst du dem auch was Gutes ab? Nein, also ich denke nicht, dass das generell immer eine Flucht ist. Also ich denke, es gibt solche Leute, die also flüchten auf jeden Fall. Da gibt es natürlich auf jeden Fall welche, denke ich mal. Aber es hat natürlich auch spielerisch einfach einen Reiz, auch für Leute, die jetzt irgendwie nicht unbedingt soziale Probleme haben mit ihrem Umfeld, sondern ganz normale Leute, die einfach Spaß dran haben an diesem Spiel und vielleicht noch was anderes als die Realität haben wollen, was ich normaler Familienvater oder irgendein normaler Schüler halt, der nach der Schule gestresst nach Hause kommt und sich dann einfach nur hinsetzen will, entspannen will und dann hat er vielleicht auch Freunde da, die zusammen mit ihm das spielen. Das kann natürlich auch Spaß machen. Also es muss nicht unbedingt eine Flucht sein. Was zockst du denn so privat? Ich zock hauptsächlich Ego-Shooter, zum Beispiel Crysis. Eins meiner Lieblingsspiele. Und was sind da so deine Beweggründe? Weshalb tauchst du ab in diese virtuellen Welten? Puh, ja, das ist eine gute Frage. Also es fasziniert einfach. Diese ganze Thematik. Oder wenn man einfach nach Hause kommt, einfach, man ist von der Schule gestresst, von der Arbeit, von irgendwelchen Leuten, mit denen man irgendwie Probleme hat. Und dann kann man da einfach schön abschalten. Und das entspannt einfach.
Hast du denn in deinem Umfeld irgendwelche Freunde, Bekannte oder so, von denen du sagst, ich zock zwar auch gerne, aber bei dem geht's eindeutig zu weit? Naja, nee, eigentlich nicht wirklich. Also es gibt einige, die auch recht viel zocken, aber wirklich extrem viel mehr als ich, wüsste ich jetzt keinen. Also es gibt ein paar WoWler, die halt schon ein paar Stunden pro Tag davor sitzen, aber ehrlich gesagt mache ich das selber auch. Und also so übertrieben habe ich keine in meinem Umfeld, nee. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich, Moritz, dass du mit mir telefoniert hast und deine Einschätzung zum Thema mit uns geteilt hast. Ja, klar, gern wieder. Ihr könnt natürlich mit Moritz auch weiter diskutieren. HTM 2005 ist sein Nickname. Sicherlich findet ihr im Forum da den einen oder anderen Eintrag. Wir machen jetzt erstmal weiter, ganz geschwind, mit dem Newsflash. Es gibt Neuigkeiten zu Left 4 Dead und zwar zum Multiplayer-Modus, beziehungsweise in dem Fall heißt es der Versus-Mode. Und dieser Versus-Mode wird von keinem Geringeren entwickelt als von Robin Walker. Robin Walker, da klingelt es vielleicht noch nicht direkt bei jedem. Das ist der Mann, der hinter Team Fortress und Team Fortress 2 steckt. Der hat das Spiel erfunden und entwickelt. Und die Dienste dieses Mannes wurden jetzt eben beauftragt, um den Versus-Mode für Left 4 Dead zu entwickeln. Und das ist sehr cool, denn natürlich hat sich Robin Walker da auch wieder Gedanken gemacht. So wird man zum Beispiel eine Gruppe von Zombies oder eine Gruppe von Menschen spielen können. Und je nachdem sind dann natürlich die Eigenschaften, die man hat, die Möglichkeiten, die man hat, aber auch die Spielziele unterschiedlich. Das, glaube ich, wird ein ganz, ganz nettes Ding. Wir haben Left 4 Dead schon mal bei uns in der Preview-Version in der Redaktion gehabt. Da durfte ich schon mal einen Blick drauf werfen und kann sagen, das ist ein Spiel, auf das man sich auf jeden Fall freuen kann. Am 20. November kommt das Spiel raus für PC und Xbox 360, also schon mal vormerken. Vormerken könnt ihr euch auch einen neuen Grand Theft Auto-Teil. Der ist angekündigt worden auf der E3 exklusiv für Nintendos Handheld, den Double Screen. Und da sind jetzt einige Informationen bekannt gegeben worden, was uns denn mit diesem Spiel erwartet. Untertitel ist Chinatown Wars und ihr spielt das natürlich auch wieder in Liberty City, in der altbekannten Stadt. Das Ganze aus einer isometrischen Perspektive, wie vielleicht viele Fans der Serie das noch aus den alten PlayStation-Teilen kennt. Außerdem hat das Ganze einen Cell-Shading-Look, also nicht dieser realistischere Look, wie man ihn jetzt von GTA 4 kennt, sondern natürlich DS, das ist nicht so die Rechenpower wie der PC oder die Xbox. Da also hat man sich für einen Cell-Shading-Look entschieden. Allerdings wird das Ganze kein freundlicher Familienspaß im Comic-Look, sondern es soll wohl ein Mature-Rating geben, also tatsächlich nur für Erwachsene. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass es eine gewisse Brutalität auch auf dem Handheld geben wird. Es sind auch schon so ein paar Details bekannt zum Gameplay an sich, zum Beispiel Anvisieren von Feinden läuft automatisch ab, sobald ihr R-Taste gedrückt habt und solche Kleinigkeiten könnt ihr nachlesen im Artikel. Neuigkeiten von Chris Taylor. Chris Taylor, das ist das Genie hinter Supreme Commander, einem der besten Strategiespiele der letzten Jahre. Und sein neuer Titel, der nennt sich Demigod und ist auch wieder ein bisschen Strategie, aber hat natürlich auch wieder viele, viele Innovationen. Vor allen Dingen ist es diesmal ein echtes Fantasy-Spektakel. Und wer es nicht glaubt, für den haben wir den Trailer. Und den starte ich jetzt mal für euch. Könnt ihr mal reingucken und finde die Ähnlichkeit zu einem bekannten Spiel namens Shadow of the Colossus ist sehr, sehr markant. Schaut mal rein.
Maxi Kschettenbauer übrigens, der guckt die Sendung ganz aufmerksam und der hat uns gerade die Information reingereicht, dass dieses Spiel vom Gameplay her sehr ähnlich ist wie Dota. Das ist eine Modifikation für Warcraft 3. Kennt ihr vielleicht, könnt ihr euch einen Helden aussuchen und dann gibt es so zwei Fraktionen, die haben eine Burg und ihr müsst euch irgendwie diese Lanes lang kämpfen. Wenn ihr das zockt, dann wird dieses Vollpreisspiel vielleicht für euch interessant. Informationen, die auch sehr interessant sind, gibt es zu Star Trek Online. Cryptic, die Entwickler, haben auf ihrer offiziellen Seite da verschiedene Fragen beantwortet. Eins zum Beispiel gilt da dem Charakterdesign. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, Uniformen frei zu gestalten und ihr habt die Möglichkeit, die Rasse, das Geschlecht, den Namen und das Aussehen eurer Charaktere selbst zu bestimmen. Das ist erstmal nicht wirklich sensationell innovativ, denn das kann man ja eigentlich bei den meisten Spielen machen. Aber wir bleiben natürlich am Ball und sagen euch, sobald wir nähere Informationen haben. Nähere Informationen gibt es jetzt auch endlich wieder zu Tekken 6. Das Spiel sollte eigentlich ein Release-Titel für die PlayStation 3 werden, aber nein, es hat nicht gereicht für einen zeitgleichen Release. Trotzdem wird natürlich fleißig weiter an dem Beat'em-up gewerkelt und mittlerweile gibt es sogar einen Untertitel, der nennt sich Bloodline Rebellion und ebenfalls neu ein Trailer zu Tekken 6 Bloodline Rebellion. Hier habt ihr gerade ein paar Bilder gesehen, den Trailer und den Link dazu findet ihr natürlich bei uns auf der Website. Jetzt gibt's eine Hammer-News für alle Freunde von Mass Effect, denn dieses Spiel im Weltraum soll verfilmt werden. BioWare hat's entwickelt, Avid Arad, der hat sich die Rechte an diesem Titel gesichert. Der hat bereits Filme wie Spider-Man oder auch Iron Man sehr erfolgreich auf Celluloid gebracht. Der ist gerade noch beschäftigt mit der Umsetzung von Lost Planet. Und wenn dieser Film fertig ist, dann will er sich tatsächlich an Mass Effect wagen. Wann genau das Spiel rauskommen soll, wissen wir nicht. Aber was ich da immer sehr interessant finde, sind die Spekulationen, wer denn diese Rollen übernehmen könnte. Frage ich mal den Filmexperten gleich. Wer glaubst du denn, wer geeignet für die Rolle als John Shepard? Wer ist nochmal John Shepard? Mass Effect. Ach. Ja, das Lustige ist ja, da kann man sich ja selber einen Charakter herstellen. Ja, aber Shepard heißt ja immer. Meiner war ja schwarz. Insofern würde ich sagen, Eddie Murphy. Nee, keine Ahnung. John Shepard, das ist eine gute Frage. Da müsste ich mich. Bruce Willis wäre, glaube ich, so. Bruce Willis? Ah, der ist doch zu alt. Ja, also der Charakter ist jünger. Oder? Ja, das stimmt, aber so vom Typ her. Ja, so Fragen darfst du mich stellen, da denke ich jetzt die ganze Nacht drüber nach und so, dann kann ich nicht schlafen. Aber apropos Charakter, ne? Wir haben nämlich ein sehr schönes Special, ein sehr schönes Feature bei uns neu auf der Seite, das möchte ich euch unbedingt vorstellen. Und zwar nennt es sich Character Showdown. Was ist der Character Showdown? Und zwar ist das ein kleines Feature. Ja, wo habe ich es eben? Was noch auf der Startseite? Das ist hier, es ist ja wirklich manchmal. Wo ist denn jetzt hier der Character Showdown? Da könnt ihr nämlich abstimmen, wer welcher Held welcher Videospielheld gegen welchen Videospielheld gewinnt. Jetzt ist es bei Aktionen. Es ist, also ich hätte ihn ja, ne? Ja, du hast ihn. Sollen wir ihn dir zeigen? Aber dann sag mir nicht, wie du da hingekommen bist. Ja, das ist nicht. Nee, er ist auf der Hauptseite. Also, bei mir ist er nicht auf der Hauptseite. Hier, willst du. Sind wir drauf? Ja, also hier. Dann stell du ihn vor. In der Dings. Da ist dieser Button, habt ihr ihn gesehen, da könnt ihr drauf klicken. Da. Und was der Etienne euch eigentlich zeigen wollte, ist, dass ihr hier jeden Tag zwei verschiedene Charaktere aus der Welt der Videospiele gegeneinander antreten lassen könnt. Gestern zum Glück hat Guybrush Threepwood noch die Kurve bekommen und hat diese blöde pinke Nachtelfin von WoW doch noch am Ende besiegt. Völlig zu Recht, hier habt ihr jetzt zwei ziemlich coole Schnitten: Sophie, Tia, Alexandra und Mai. Shiranui, da könnt ihr mal voten. Jeden Tag gibt es wen Neues. Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja John Shepard nochmal dabei. Wichtig ist ja, dass diejenigen, die ihr votet, die kommen dann in die nächste Runde und treffen dann natürlich quasi in einem, vielleicht sollten wir mal das Grid irgendwann auch zeigen, in so einem Turnierbaum aufeinander. Und ganz am Ende wird es also im Prinzip den besten Videospielcharakter geben, den ihr gewählt habt. Es kann aber dann auch sein, dass dann im Finale, weiß nicht, Chun-Li gegen Mario. Überleg mal, Guybrush Threepwood, das wäre, als wenn Wimbledon Roger Federer in der ersten Runde in 5 Sätzen gewinnt. Weißt du? Er hat es aber schon gegen Nachtelfin schwer gehabt. So, bis später. Tschüss.